Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. Und wir sitzen wie immer am Anfang auf unserem Trecker, also nicht immer, aber öfter. Und jetzt wollen wir mal direkt losheizen hier, weil wir haben nämlich da letzte Folge Bäume gesägt. Da liegen so die wunderschönen Stücke Holz. Wir brauchen nämlich Kohle. Ich will diesen Palettentransport-Dingsbumswagen haben. Und den holen wir uns auch. Da geht kein Weg dran vorbei. Aber der kostet halt 12.000 und wir haben jetzt, glaube ich, gerade 8.000 oder so. Oder 8.400 irgendwas. Ah, den kann er sogar nehmen. Nice. Take it. Mal gespannt, wann das nächste Update kommt, weil da kam jetzt eine ganze Zeit lang keine. Auf jeden Fall, ich vergesse es immer am Anfang zu sagen. Aber ich denke, es ist eh klar. Ich freue mich mega, dass du einschaltest und danke dir vielmals dafür. Falls du Anregungen, irgendwas anderes oder einfach nur ein nettes Wörtchen für mich oder böses, wenn du willst, dann ab in die Kommentare damit. Würde mich freuen, meinem Kanal helfen und ja, die Motivation noch mehr steigern, als eh schon der Fall ist. Also, aber jetzt egal, jetzt machen wir weiter, denn ich bin auch motiviert, Geld zu scheffeln. Und das machen wir jetzt auch mit unseren schicken Baumstämmchen hier. Lass rein mit dir, du Holz. Oh nein, nein, nein. Ich habe abgekoppelt. Wieder ankoppeln, genau, perfekt. Perfectly. Ach, den Baum will ich nicht fällen, ey. Hier liegt auch genug Holz rum. Bestimmt anderthalb Wagenladungen. Von daher passt das schon. Na. Enter. Hehe. Rinder damit. Hoffentlich bleiben wir nicht stecken, aber ich denke, das könnte ganz gut klappen. Ich bin mittlerweile, weiß ich glaube ich, ein bisschen, worauf ich achten muss, um nicht stecken zu bleiben. Ich bin ja schon oft genug hängen geblieben. Also, also von daher kriegen wir es schon hin. Und diese kleinen Stückchen hier, was soll ich denn damit, ey? Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie was ausmacht, ob die jetzt größer, kleiner oder sonst was sind. Weiß ich wirklich nicht. Habe ich auch nichts zu gefunden auf meiner Suche im großen, weiten YouTube-Net. Oh oh. Nein, nein. Oh Gott sei Dank, es hat geklappt. Yay, yay. Oh, rüber mit dir, oder? Hör mal. Komm mal, dann nehmen wir die auch noch mit. Perfekt. Zack. Komm her, du. Zack. So muss das. Ey. Take it. Ah, super geil, Freunde. Das ist auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Kohle hier am Start. Orientierung. Oh, komm schon. Komm schon, komm schon. Mach keinen Scheiß, Trecker. Mach keinen Scheiß, Alter. Danke. Keine Lust, hier nochmal alles aufzusammeln. Das passt doch hier auch locker noch an der Seite, oder? Jawohl. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Zack. Guck mal, platzsparend eingeräumt hier. Deiner da oben liegt auch ganz komisch drauf, aber ist egal. Er hält und das ist die Hauptsache. Kann ich das nicht hier? Guck mal. Dazwischen einmal gepackt. Ja, da liegt's. Perfekt. Super geil, ey. Hehe. Einfach reingequetscht. Haben wir doch gleich alles aufgesammelt, ne? Von wegen anderthalb Wagenladung. Ja, da liegt nichts mehr. Nichts. Jawohl, eine Wagenladung, aber eine richtig fette, würde ich sagen. Grobmotoriker-Brille schlägt wieder zu. Ich weiß gar nicht, ob das mir auch gehört. Aber wir nehmen erstmal das hier mit. Take it. Enter. Haken. Haha. So. Mehr können wir eh nicht mitnehmen. Also, glaube ich jedenfalls. Schmeißen wir das doch erstmal ins Watter. Ach, guck mal, da sind Paletten.
Ja, egal. Wir schmeißen uns jetzt erst ins Wasser und dann fangen wir an, die Paletten auszuräumen, damit wieder Platz für neue ist. Und so weiter und so fort. Tucker, 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 tucker. In unserem Traktor hier. Da sind wir. Ein Stück noch, ein Stück noch. Ah, das sieht doch gut aus. Stopp. Und das große Abladen möge beginnen. Das ist so. So schlecht. Na, komm her. Bam. Bums. Ab mit dir ins Wasser, du Holz. Du Bäum. Ey. Ah, geht doch. Ich dachte schon, jetzt hängt er da. Der schöne große Stamm. Tschu. Da sind schon einige Stücke, ey. Also da muss. Oh. Da muss ja ein bisschen Geld bei rumkommen. Ich möchte mich übrigens nochmal bedanken für eure Kommentare und Antworten auf meine Frage. Also den meisten scheint es so Uncut ganz gut zu gefallen. Mir ja auch. Deswegen versuche ich weiterhin nur das Nötigste rauszuschneiden, wo ich selber sage, okay, das will wirklich keiner sehen. Aber ansonsten wirklich alles drin zu behalten, damit ihr auch das volle Spielerlebnis mit mir gemeinsam erleben könnt, meine Freunde. Gib her das. Den Zahnstocher, ey. Und den auch noch. Boah, das ist echt viel Holz, Mann. Holz vor der Hütten. Alter. Glaubst du denn nicht die Folge? Holz vor der Hütte. Clickbait. Incoming. Lul. Jetzt würde ich aber schon eben gucken, ob das mir auch gehört. Da vorne. Das wäre ja schon nice irgendwie, ne? Und die Paletten müssen wir auch umräumen, aber eben gucken kostet ja nichts. So, wir stellen den LKW, hätte ich schon fast gesagt. Den Träger. Erstmal dahin. Kettensäge in der Hand. Ey. Ne, gehört nicht mir, verdammt. Wie kann ich denn das kaufen nochmal? Ich kann das so irgendwie kaufen. Da sind noch 6 Bäume, aber. Schade, ich dachte. Schade. So, wie viel Rinde ist da drin? 420 Kilo. 570 sind hier drin. Boah, da haben wir auf jeden Fall viel. Also, was heißt viel? Aber schon ein bisschen, um Kohle anzuhäufen. Was ist hier drin? 400 Kilo. Auch nicht schlecht. Und da kommt gleich bestimmt noch was dazu, sobald die Holzdingers da ankommen. Und wir haben da hinten so viele. Alter. So viele Paletten von dem Zeug. Wenn wir einmal diesen LKW haben, dann können wir uns, glaube ich, alles kaufen. Das ist echt krass. So. Mal uff. Ist hier voll? Ja. Ist hier auch voll? Ne. Wieder richtig scheiße rangefahren hier. Startplan habe ich drauf, Leute. Habe ich nicht. Egal. Rückwärtsgang. Wenigstens schon mal ein paar Paletten umräumen. Gut. Und dann fahren wir noch die Rinde weg. Würde ich sagen, oder? Richtig gut, ey. Ah. Ja, und endlich gehört uns auch das Sägewerk, ne? Also, beziehungsweise, es gehört uns fast. Wir müssen halt Onkel Charles Jones Johnson noch abbezahlen. Sprich, er kriegt irgendwie die Hälfte der Einnahmen, soweit ich das gecheckt habe, bis er abbezahlt ist. Aber er hat nie gesagt, wie viel er dafür haben will. Bestimmt voll der Abzieher. Wir haben schon richtig Kohle. Unser Leben lang dürfen wir dann, oder sein Leben lang besser gesagt, dürfen wir dann noch arbeiten. Aber man tut ja alles für die Family, ne? What's los? So. Ab mit dir, du Holz. Guck mal, schon zwei so Dinger voll, ey. Paletten geben auch richtig, also die Bretterpaletten geben auch richtig Geld und wir können da noch ein paar benutzen, weil wir keinen Gelddruck haben oder so, um unser Haus,
ja, besser zu machen, ne? Vernünftige Bretter muss das Haus haben. Wir haben ja schon unsere Haustür repariert, aber noch, sonst leider noch nichts. Ey, komm, das Paxel. Sauber, Alter. So, hoch. Miet, miet, miet. Ah ne, jetzt macht er ja nur beim Rückwärtsfahren. Enter to this. Ja, komm, das Ding ist voll. Scheinen auch erstmal keine Bretter zu kommen, aber da, doch, da kommt gerade Holz durchgefahren. Seht es? Das Fenster haben wir es gesehen. Das wird jetzt verbrettert. Aber egal. Ey, abkoppeln, danke. Und mit voller Karacho zu unserem wunderschönen rostigen Anhänger. So, meine Freunde, jetzt koppeln wir an. So. Und wir nehmen auch die restliche Rinde noch mit. Hä? Echt jetzt? Oh ja, 1140 Kilo läuft. Dann mal ab für die Luzi. Und wir fahren, 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 denn wir haben sonst nichts zu tun. Schalala, wie sieht denn das aus? Oh, Alter. So geht das nicht. So kann der Junge nicht fahren. Also so nicht. Weißt du was? Du hast so einen Hunger. Bam. Einmal magische Bohnen. Damit der Düngertopf auch wieder schön gefüllt wird. Ey, du Storch, das ist meine Lampe. Ah, du bist hier willkommen. Tiere auf meinem Hof sind willkommen. Ich möchte auch gerne den Tierhändler finden, weil ich hätte gerne ein paar Tierchen. Für eigene Milch und so. Eierse. Immer schön Spiegelei machen jeden Morgen und so. Das wäre doch was Nices, sexy, oder? Also ich fände das super cool. Vor allem, wenn man dann wirklich irgendwann eine Frau haben kann. Und die dann halt. Ist halt sehr altmodisch, ne? Ich selber zum Beispiel koche auch gerne mal zu Hause. Aber hier im Spiel ist es halt so, dass die Frau für einen kocht und der Mann geht halt noch schackern, so wie es früher war. Ist ja auch ländlich alles hier. Also Ladies, ne, ihr wisst. Nicht, dass ihr denkt, er schickt seine Frau nur kochen die Arme. Nein. So einer bin ich nicht. Und selbst wenn, wenn die Frau besser kochen kann, warum nicht? Meine kann auch besser kochen als ich, aber ich schlag mich ganz gut. Sie ist noch nicht gestorben und mir schmeckt sowieso immer. Ach ja, ein bisschen aus dem privaten Bereich, ne? Geplaudert. So. Handbremse. Erstmal den ganzen Dreck über die Straße gezogen hier. Boah, 1140, ne? 1140 Kilo. Ist gerade mal ein Viertel voll, unser Ding. Wir hätten vielleicht noch ein bisschen warten sollen, weil da ja noch voll viele Bäume durchgelaufen sind. Aber jetzt sind wir schon losgefahren. Und das ist halt so. Egal, wir sind fast da. Vorne ist schon die Tankstelle. Ich würde auch gerne mal Benzin kaufen, aber ich will wirklich jetzt sparen auf diesen LKW, weil, wie gesagt, sobald wir den haben, können wir mal die ganzen Pressspanplatten-Dinger wegbringen. Wir können die Bretter nutzen oder verkaufen, die wir haben und. Und dann haben wir so viel Kohle, dass wir uns eine ganze Tankstelle kaufen können wahrscheinlich. Oder vielleicht einen schnelleren Trecker. Der kriegt dann natürlich seinen Ehrendekoplatz. Ganz klar. Also, sonst geht das nicht. Aber wir sind fast da, Leute. Oh yeah. Jetzt geht's wieder ein bisschen bergauf. Tempomat, Alter. Ich vergesse es immer, ey. Tempomat. Recht schön ist es ja, muss man ja. Wow, was war das denn, Alter? Irgendwie kommt die Ansicht gerade nicht klar. Seht ihr das, ey? Voll Boogie. Spooky und Boogie. Oh, jetzt hätte ich fast die Einfahrt verpasst. Ha! Was ein Wurst. Mach Tür auf. Danke. So, wo haben wir noch mal Rinde? Ich vergesse sie immer wieder, aber ich glaube da. Schön. Das gibt Money. Wie viel Geld haben wir jetzt? 8.449 Dollar und 60 Cent. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es hier.
Markt für Rinde und Späne. Yay. Achso, ich muss hier den Anhänger heben, oder? Boah, ich hab's doch letztens erst gemacht. Egal, ich habe zu viel Paranoia. Ich speichere es jetzt. Jetzt fort. Und dann Anhänger heben. Krass, wie der uns dabei nach hinten zieht, ey. Bin ich jetzt doof? Wir haben nur $400 davon gekriegt? Haben wir überhaupt Geld dafür gekriegt? Ja klar, wir haben mehr als vorher, aber... Alter, so wenig! Oh, das kotzt aber jetzt gerade. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Abzieher hier, ey. Richtiger Abzieher. Hätte ich wahrscheinlich hier drauf werfen müssen, nicht da, oder? Ach, keine Ahnung, ey. Oder kommen da die Bretter hin? Oder da hinten kommen die Baumstämme hin? Ach, keine Ahnung. Oh, ich dachte, jetzt gibt's richtig Asche und dann gibt's $400, ey. Nein, Alter. Egal. Das ist ein Problem. Dann muss ich jetzt vielleicht echt mal die Holzproduktion umstellen auf von Bretter auf normales Rundholz. Damit ich noch ein bisschen mehr nebenbei verdienen kann, weil nur die Rinde und die Späne, ich kann ja gleich nochmal die Späne probieren, aber das wird auch nicht viel mehr sein. Das hat doch letztes Mal voll die herbe Kohle gegeben, als wir Rinde weggebracht haben. Wieso waren das jetzt so wenig, ey? Das tut doch nicht Not. 20 Jahre später mit viel weniger Geld als gedacht, kommen wir dann mal heim. Sound Effects bei Brille 591. Falls ihr übrigens Tipps habt, was das Geldverdienen angeht oder, was man hier noch machen könnte. Ich habe mir überlegt, wir gehen mal bald angeln auf jeden Fall. Das haben wir nämlich noch ja nicht gemacht. Und ja, schauen wir mal, was uns hier noch so alles erwartet. Tempomat. Dann kann ich nämlich kurz auf Karte gucken. Hier ist ein Waldstück. Und ja, ich kann ja mal gucken, was das kostet. Doof, dass man das hier nebenan direkt nicht kaufen kann, ne? Aber wir können ja mal gucken, was das gegenüber von der Sägenmühle kostet. Wenn wir das kaufen würden, wenn das jetzt, keine Ahnung, $5000 kostet, wäre das ein bisschen unbalanced. Also wird das nicht allzu teuer sein, denke ich. Schauen wir mal. Ich glaube, wir müssen zu Hause auch die Pflanzen gießen, ne? Ich habe das immer noch nicht gerafft. Oh, Tempomat ausgemacht. Wie das mit dem Anbauen geht. Uns geht's gut. Wir müssen rechts, Brille. Brauchst du gar nicht auf Karte gucken. Warte mal. Was ist hier? Achso, das ist mein Anhänger. Okay, alles klar. Sollen wir es wagen? Komm, wir wagen es. Eiskalt. Yeah. Gangster. Was haben wir überhaupt gerade für eine Mission? Achso, ja, Hüter des Waldes. Könnten wir eigentlich auch mal machen. Aber jetzt fahren wir erstmal zu unserem Sägewerk zurück. Da stehen ja viele Bäume, ne? Viele große Bäume auch. Du hast eine Menge Holz zu holen, glaube ich. Ah. Ja, den Baum da unten wollte ich auch nicht unbedingt wegmachen. Den da auch nicht. Das soll ja ein bisschen heimlich bleiben, wisst ihr? Aber Birken habe ich auf meinem Grundstück jetzt gar nicht gefunden. Das sind doch eigentlich, das sind doch Birken. Okay, hier sind echt viele Bäume. Warte mal, wir
Jumpen da mal kurz hin. Einmal hier rechts ranfahren. Aussteigen. So. Ja, ist klar. Nein. Fast 3000, ey. Ich meine, okay, für ein Waldstück, ne? Geht klar, aber. Aber nein! Nee. Das kann es doch nicht sein. Da gibt es doch bestimmt noch kleinere, die man erstmal abfarmen kann. Mal gucken, wie viel, ob da jetzt wow, durch die Bäume noch viel dazugekommen ist. 840 Kilo hätten wir noch mehr mitnehmen können. Lul. Lelulal. Egal, machst du nichts. Was ist hier drin? 700. Ja, komm, dann nehmen wir mal das mit. Und machen schon mal voll. Rinder in die Olga. Obwohl ich das ja eigentlich dafür behalten sollte, ne? Aber die kann ich halt noch nicht wegbringen. Teufelskreis, sage ich euch. Mal kurz auf der Map gucken. Wo war der nächste Wald? Boah. Hier ist so ein kleines Stück. Hier ist noch Wald. Zwei Bäume. Lul. Ah, okay. Gucken wir mal. Erstmal abkoppeln, der Gerät. Da cruisen wir so hin, ist kein Problem. Wo ist der Wald, der uns gehört, man? Ich denke mal, die ganzen Bäume, die hier stehen, die kriegen wir dann, wenn uns der Hof komplett gehört. Ach, guck mal da hinten. Lel. Ach, das sind Birken oder was? Hä, für mich waren... Was, bin ich doof oder was? Waren nicht die weißen Bäume Birken? Kann sein, dass ich doof bin. Wenn ja, tut's mir leid. Habt ihr wenigstens was zu lachen. Bam, Junge. Du gehörst uns. Ach, lol, Alter. Das ist doch lächerlich. Das gehört mir hier. Aber wisst ihr, wie teuer das ist, so einen Baum zu fällen, wenn er nicht euch gehört? But you don't want this. I swear. Dann können wir die hier schon mal zum Abtransport vorbereiten. Hier. Boah, das sind ja dann noch tonnenweise. Boah. Ah, ich muss, glaube ich, theoretisch sogar ein Stück Wald kaufen, bevor ich mir den LKW leisten kann, weil ich einfach nicht das Geld zusammenkriegen werde, denke ich. Sonst kriege ich das nicht zusammen. Oh Mann, ich hätte echt den LKW damals bei der Quest nutzen sollen, um meine Bretter zu verkaufen. Das war so dumm, ey. So dumm, hey. So dumm. Ich sag's euch. Aber machst du nichts? Beim nächsten Mal würde ich es wahrscheinlich anders machen. Und euch kann ich nur empfehlen, falls ihr das Spiel spielt und ihr die Quest des Investors annimmt, sorgt dafür, dass ihr vorher Bretter und so ready habt. Also auch getrocknet und Paletten mit den Spanplatten und dann läuft der Hase. Dann könnt ihr das nämlich mit dem LKW mal einfach schnell verkaufen gehen und habt wahrscheinlich genug Geld, um euch selber einzukaufen. Weil mir fehlen ja jetzt nur 4000 oder 3500. Ja, und hätte ich die ganzen Dinger hier verkauft. Oh, lenken, 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 lenken. Utsch. Hätte ich die ganzen Dinger hier verkauft, die Spanplatten, dann hätte ich das Geld schon. Ist halt echt ärgerlich, ne? Ist halt echt ärgerlich. So. Stellen wir uns mal hier hin. Ist hier noch eigentlich, sind hier noch, guck mal, die Bäume warten hier noch. Warte mal. Mach mal die restlichen, wenn da überhaupt noch welche kommen. Zu Rundholz. Weil, wie gesagt, wir müssen jetzt Geld machen. Hat ja keinen Zweck.
Ich meine, wir können jetzt noch einmal die Späne und einmal die Rinde wegbringen und dann fehlt uns wahrscheinlich immer noch ein bisschen was. Und vielleicht bringt es dann ein bisschen was, ein paar Rundhölzer am Start zu haben. So, die Palette, die will ich jetzt noch weghaben, hier die Sau. Wie schief die drin hängt, ne? Komm schon. Puder. Ey, bisschen höher, bisschen höher. Ja, perfekt. Perfekt. Und hoch damit. Da kommen wieder Bretter. Zack. Also Bretter haben wir echt genug. Guck mal. Warte mal, lass mal kurz gucken. Pro Bretterpalette, ne? Trocken kriegen wir $300. Und pro Holzspan Kiste links kriegen wir 260. Das heißt, wir haben da jetzt schon boah, 1200, 2400, 2700, 3000 Dollar haben wir alleine schon hier in den Trocknern. Theoretisch halt. Ich krieg's gerade nicht hin. Banslebums. Und da stehen halt auch noch mal ein paar tausend, ne? In Holzspankisten-Dingern. Das ist schon gar nicht so ohne Himmel. Enter drücken, Brille. Oh, ich hatte heute noch keine Doppelmaus, das ist schön. Alter, da kommt schon wieder ein Bretter nach. Himmel. Oh, keine Zeit. Alter, um die Ecke gebracht, wollte ich gerade sagen, aber nein. Nope. Enter dies. Okay, raus mit Tisch. Ja, ich würde sagen, wir haben eine gute Länge erreicht. Eine Palette noch hier. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Ich nehme jetzt die Palette hops. Bringen die noch gemeinsam weg schnell. Ihr seid übrigens die geilsten, habe ich doch schon mal erwähnt. Ihr motiviert mich jeden Tag. Und das ist super cool. Rinder. So. Jetzt mache ich aber Ende. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, habt noch einen schönen Tag. Euer Brille.